Hallo meine Lieben, willkommen zum neuen Haul. Heute wieder ein C&A Haul. Denn C&A hat gerade diese Aktionen mit den Stickern und diesen Klebesticker. Blauen war glaube ich 30%, schwarzen 50% und gelb ist 70%. Genau, größtenteils haben wir 70% geshoppt. Ihr wisst ja, Schnäppchenjäger durch und durch. Aber ein paar Sachen sind auch in Blau und in Schwarz mitbekommen, also 30% und 50%. Und ich würde das einfach durcheinander zeigen. Aber das meiste war wirklich mit einem gelben Sticker mit 70%. Genau, und das meiste war natürlich wieder nur für die Kids. Ja, ein paar Sachen zwar für Erwachsene, aber für mich zum Beispiel habe ich gar nichts mitgenommen. Ja, genau, dann fangen wir jetzt einfach mal an und zwar mit so einem T-Shirt. Das war jetzt mit einem blauen Sticker. Ich muss sagen, für Liam gab es nicht wirklich viel in Gelb. Deswegen haben wir jetzt hier mal mit dem blauen Sticker, also 30%, 92 und zwar für den Sommer mit König der Löwen drauf. Genau, das fanden wir ganz schick. Tut mir leid, dass es so dunkel ist, aber wir haben schon spät. Ja, wir sind spät heimgekommen. Dann haben wir hier 122 Disney Gelb, also 70%. Das hat eigentlich 12,90 gekostet. Und zwar ist das hier so ein Pullover unten mit einer süßen Schleifchen und da ist eine Katze drauf. Total niedlich. Also das ist für Emilia. Mit einer Kapuze. Ein paar Sachen habe ich dann auch schon größer gekauft für den nächsten Winter. Dann habe ich zwei Hosen für beide Kinder gekauft. Das sind so Sommerhöschen, auch 70%, 14,90 hat sich vorher gekostet. Und zwar ist hier auch ein bisschen Stretch dabei und die gehen hier so runter und sind unten auch mit so Bündchen, nennt man das. Und die sind halt wirklich locker, flucky für den Sommer, wenn es vielleicht doch mal kühler ist. Und da habe ich, wie gesagt, für beide Kinder die gleiche Hose gekauft. Dann gab es ein Set, was klemmt da? Ein Set für Liam, das war auch blauer Sticker, 99 hat es vorher gekostet, in Größe 80. Mit so einer Giraffe, mit einer Sonnenbrille und hier diese Härchen, könnt ihr ja wahrscheinlich sehen. Genau. Und dazu passend, also es war halt ein Set, die Hose. Genau, perfekt für den Sommer. Haben wir gedacht, schaut bestimmt cool aus. Dann, muss ich das mal aufteilen. So, dann haben wir noch ein T-Shirt für Liam gekauft. Und zwar ist das Knallorange, auch mit blauen Sticker, 3,50 minus 30%. Und zwar ist das hier so ein knallorange T-Shirt mit so einem Dino-Skelett drauf. Genau. Dann eine Hose in, wie nennt man das, Peach, Rosa, keine Ahnung, auch gelbe Sticker, 97 minus 70% in 140, die ist schon größer. Ja, bei mir ist die mehr Babyrosa, ich sage jetzt mal Babyrosa, ist eine ganz normale Hose, genau. Aber Hosen habe ich so viel gekauft, weil die Kinder irgendwie nie Hosen haben. Die sind irgendwie, verlieren die immer alle. Ich habe keine Ahnung, was sie damit machen. Dann habe ich zwei T-Shirts 70% mitgenommen. Und zwar 128, das ist jetzt schon für den Sommer. Das war so ein Set mit Mini-Maus drauf. Einmal in Blau und einmal in gestreift. Da ist nur die Schleife drauf und da steht Mini drauf. Und es hat mich gefreut, dass das 70% ist, weil T-Shirts und Kleider gab es überhaupt nicht 70%. Dann haben wir einen wunderschönen Pulli. Ich finde den so schön. 134, 12,90 minus 70%. Und Snoopy ist drauf. Das ist nämlich Snoopy. Ja, hier unten hat er nämlich so, könnt ihr das sehen? So Rüschenteile oder so gefranst. Und er glitzert. Ihr könnt es gar nicht so sehen. Er glitzert so schön. Ja, auf jeden Fall wunderschön. So, dann machen wir hier weiter. Da haben wir einmal Bodys gekauft. Die ist bei uns auch mal angemalt. Das war jetzt 50%. Da war dann dieser dunkle Sticker drauf. 14,90 minus 50%. Und das sind halt so Bodys. Mal so mit Bärchen und Schrift. Und ja, einfach gemixt, damit er mal wieder welche hat. Dann haben wir einmal, es hängt immer alles, Säckchen von ihm gekauft, auch schwarze Sticker, die haben normalerweise 95 minus 50% und die sind mit Winnie Pooh, ganz normale Säckchen. Dann haben wir nochmal die gleichen T-Shirts, also Minnie Maus T-Shirts, das ist jetzt für die Lea, gleiche Set.
Dann habe ich eine knallgelbe Hose gekauft. 140 Ausschuhgröße, 97 minus 70%. Ja, genau, so sieht die aus. Die ist knall. Bei euch kommt die eher orange rüber, bei mir ist die senfgelb. Richtig schick, kann man super mit schwarzen Oberteil zum Beispiel kombinieren. So, dann haben wir einmal Höschen von Minnie Maus. Da habe ich mich aufgefreut. Das sind einmal 128, 12,90 minus 70%. Und zwar einmal in schwarz. Da ist die Minnie Maus drauf. Genau, die ist einmal in schwarz. Und einmal hier mit lauter Minnie Maus Köpfchen drauf. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist rot. Genau, und Hosen gehen immer. Dann hatten wir zwei gleiche Hosen. Die zeige ich euch gleich so. Die waren nämlich 70%. Und irgendwie hängt alles, da wird die wahnsinnig. Einmal in Größe 92, schon ein bisschen größer. Wie nennt man diesen Style? Ich weiß gar nicht, wie man diesen Style nennt. Bundeswehr-Style. So, genau, hat hier so Bändchen und das hat 99 minus 70% gekostet. Hatte auch das zweite Mal und das ist kleiner, das ist jetzt ein 86. Genau. Und das ist so ein Stoff, ein leichten Stoff, das kann man immer tragen. So, dann haben wir einmal eine Hose, Coca-Cola-Hose, die fand ich cool. 12,90 minus 70% in 158 ist die schon, also die ist für nächstes Jahr, für die Lea. Und hier steht Coca-Cola drauf, so cool. Und hier auch eben noch, ja, ein ganz normal schwarz, fand ich cool. So, dann geht's weiter. Das ist rein. Ach, das gehört Liam. Genau, das war nämlich 30%, 99 minus 30%. Und zwar Spider-Man. Ist das Spider-Man? Ja, Spider-Man. Und zwar hier einmal. Und das ist so Paletten. Ich muss euch mal. Das ist halt so Paletten-T-Shirt. Die kennt ihr ja alle. Ich glaube eher, dass der Liam dann dort die ganze Zeit umeinander pult. Genau. Dann haben wir. Das finde ich ganz schick. Das habe ich, für wen habe ich das mitgenommen? Ach, das ist schon 134 für die Lea. Das hat nämlich 12,90 minus 70% gekostet. Und zwar ist das hier so ein Hemd. Das kann man unten anbinden, zusammenbinden, wollte ich sagen. Und hat hier so Knöpfchen. Das fand ich ganz süß und das kann man super zu einer Jeans tragen. Richtig schick. Das hat hier kein Ende. Dann haben wir hier eine Hose, 12,90 minus 70%. Und zwar ist das Elsa-Hose, aber ich dachte, das muss mit. Hat hier an der Seite so Glitzer und Rosa. Und hier unten, ich habe die hier falsch rum, hier unten ist die Elsa. Ja, eine ganz normale, bequeme Hose. Die habe ich zweimal mitgenommen, auch einmal für Emilia. Also mal gucken. Dann habe ich zweimal eine kurze Hose für den Sommer mitgenommen. Die waren auch 70%, 96 minus 70. Ich habe einmal 104 mitgenommen. Oh nee. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ich hoffe, vielleicht kann ich die noch umtauschen oder so. 104. Da ist die Elsa drauf. Das ärgert mich jetzt. Das glaubt ihr gar nicht. 104, die passt der Emilia nicht mehr. Ach Gott. Ja, aber einmal 122. Die war für die Emilia. Ja, blöd gelaufen, aber vor lauter Stress. Ja, tue ich mal auf die Seite. Vielleicht kann man da was machen. Ich habe keine Ahnung. Bei Reduzierungen ist es immer so Geschichte, vor allem, ob das dann in der Größe da ist. Dann haben wir hier ein Dreier-Set. 12,90 minus 70%. Da haben wir doch drei Hosen auf einmal. Kann man immer brauchen. Und zwar ist hier einmal mit so Schmetterlingen und gestreift. Dann haben wir hier eine ganz normale schwarze und eine gelbe mit Blüten da unten dran. Genau. Habe ich mir gedacht, kann man immer gebrauchen. Dann von dir. Ach nee, das ist extra. Dann verlieren wir ein Pullover. Jäckchen fliegt schon auseinander. Okay. Moment. Und zwar, das ist nämlich schwarzer Punkt, also 99 minus 50% in 86. Passend zur Hose. Dieses Oberteil, also dieses Jäckchen, hat auch eine Kapuze. Genau, passend zur Hose. Dann ein Hemd, ein Set mit Hemd. Habe ich hier Dinos.
Da sind lauter Dinos drin. Das ist ein ganz normal weißes Hemd. Genau, und hier hat er seine Hose dazu. Genau, die ist schwarz, oder? Schwarz, ja genau. Und was hat das gekostet? Ach nee, drinnen gibt es sogar noch ein T-Shirt. Ich kann das bloß nicht so gut zeigen. Hier drinnen ist noch ein T-Shirt mit einem Dino dran. Das ist ja cool. Das ist also ein Dreier-Set. Und was das gekostet hat? Ja, gute Frage. Hier. Ah, 30%, ich glaube 19,90. Meine ich jetzt. Ziemlich teuer. Dann habe ich hier eine Hose mit Blumen und zwar 140, gelber Punkt, 94 minus 70%. Das ist eine locker, flockige, weiche Hose, perfekt für den Sommer. Und hier sind lauter Blümchen drauf. Dann habe ich hier nochmal ein Zweier-Set, das hat auch 99 minus 70% gekostet. Und zwar einmal in so einem Rosa. Und einmal hier, was sind da drauf? Oh, so Blumen und so, ja, ist so rötlich mit Blümchen und so. Genau, dann hat der Liam nochmal ein Set, das fand ich mir toll wegen Feuerwehr. 12,90 minus 30%. Hier ist die Feuerwehr drauf. Genau, in Blau. Und hier hinten hat er seine Hose dazu, kariert mit Bändchen. Dann haben wir eine Hose in Pink. Das ist 122 für die Emilia. 12,90 minus 70%. Die fand ich sehr bequem. Und hier ist so eine Katze drauf. Marie steht da. Okay. Und es glitzert hier. Diese Teile glitzern, seitlich glitzert. Ich finde ja sowas immer richtig cool. Und die Emilia liebt sowas total. Dann haben wir nochmal ein Dreier-Set mitgenommen. Das kostet wahrscheinlich das gleiche, auch 12,90 minus 70 und zwar wieder hier mit Blümchen, nur in Braun, also was ist denn das? Kein Braun, ich habe keine Ahnung. In so ein Rosa, Rosa, Bibi Rosa und hier in Grün, Beige, irgendwie so. Genau. Dann geht's weiter. Marco hat sich hier so ein T-Shirt mitgenommen, das ist so braun. Blau mit so einer Schrift drauf, das hat auch 30%, also 97 minus 30%. So, dann ein bisschen habe ich noch. Dann habe ich hier einen Hello Kitty Pullover mitgenommen, der war 12,90 minus 70%. Und zwar ist das ein Pullover mit Hello Kitty drauf. Ja, hat auch hier so eine Kapuze, den fand ich ganz schick. Dann habe ich hier eine Hose, die ist 140, 97 minus 70% für die Lea, das ist schon ein bisschen größer, das ist so ein, ich kann nicht die Farben sagen, aber das ist auch so ein geht ins rötliche, braune, genau, ganz normale Hose. Hosen, wie gesagt, sind bei uns Mangelware, dann haben wir die gleiche für die Emilia, die ich euch vorher gezeigt habe, im Babyrosa. Dann habe ich für die Lea, die hat gesagt, sie gefällt ihr. Die kostet normalerweise 99 minus 70. Und zwar ist das so eine, die dreht sich auch, hat hier so einen Reißverschluss. Ja, eine ganz normale Hose. Aber sie hat gesagt, sie gefällt ihr, hat sie mitnehmen dürfen. Dann hat sich der Marco noch so viele Socken mitgenommen. So viele. Ja, ein Megapack. Die waren 50%, 10 Mal sind da drin. 99 minus 50%. Dann hat der Liam noch eine Brille bekommen. Der braucht auch schon eine Brille. 94 minus 30%. So sieht die aus. Dann geht es weiter mit einer anderen Hose. Die ist auch schon größer, 140. Und 14,90 minus 70%, und zwar ist das auch Bundeswehr-Style. Ja, hat hier so schöne Knöpfchen, die gehen auch weiter. Und ich fand die ganz schick. Kannst du mit Liam dann Partnerlook gehen. Dann haben wir hier ein Jäckchen. Das ist ein ganz angenehmer Stoff, wie ich finde. 14,90 minus 70%, ist aber auch schon größer. Ja, ist so hier so eine Jacke. Zumachen. Hier an der Seite ist so Schrift und natürlich Kapuze.
Genau. Dann hat der Liam noch einen Boxershot bekommen. Ja, der kriegt auch schon Boxershot. 96 minus 30%. Allerdings steht hier 92, genau. Für den Sommer, wenn er mal frei laufen möchte. Dann habe ich noch einen Hello Kitty Pullover. Der ist für die Emilia 95 minus 70%. Und hier ist eine Hello Kitty drauf. Emilia steht da auf sowas. Dann habe ich noch einen weißen Pullover. Den fand ich auch ganz schön. Das ist für die Lea auch schon größer. 99 minus 70%. Und zwar ist es ein ganz normaler weißer Pullover mit so einer Schrift drauf. Und natürlich wieder Kapuze. Genau. Und hier hat er, glaube ich, Taschen, oder? Nee, hat er nicht. Sah bloß so aus. Dann hat er hier nochmal Socken bekommen. Und zwar, da ist aber kein Punkt drauf. Entweder ist er schon weggefallen oder keine Ahnung. Und da sind so Mickey-Mäuse drauf. So, dann kommen wir nochmal zu dem Oberteil. Das ist für die Emilia 96 minus 70%. Das fand ich ganz schick. Weil das war so mit Blümen und hier kann man auch zusammenschnurren. Ich finde das ganz schick. Ich will mich ein bisschen beeilen, wenn der Akku leer geht. Dann habe ich noch die letzten Teile. Für Liam haben wir nochmal eine Boxershort, 30%. Das ist mit Paw Patrol. Und dann haben wir die Next Legend Hose. Eine grüne, 70%. Da steht kein Preis dran. Noch 95, genau, das war nämlich so ein Zweier-Set. So ein Grün, dann so ein Rot. Das sind einfach stinknormale Leggings. Aber die können sie immer brauchen, immer. Weil die machen das normale kaputt. Nochmal so ein Rot und dann nochmal so ein Grau. Und dann habe ich noch zwei ganz normale Grau-Hosen, genau. So, ich bin fertig, ich bin leer. Und ich hoffe, dieser Haul hat euch gefallen. Nur das mit der einen Hose. Das ärgert mich jetzt echt wirklich sehr, also, dass mir immer sowas passieren muss, typisch. Aber mal schauen, vielleicht kann ich die umtauschen oder wie auch immer. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat der Haul gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, tschüss!